Hallo und herzlich willkommen zurück zu Venetica. Ja, ich nehme sofort noch eine Folge auf. Na gut, sofort ist gut gesagt, aber ich habe so große Lust, dieses Spiel zu spielen. Das macht mir so viel Spaß, dass ich gleich noch eine Folge aufnehme. Aber ich glaube, die kommt jetzt nicht mehr heute, wo ich es jetzt aufnehme, wie die vorherige, sondern wahrscheinlich eher morgen. Dann kommen wahrscheinlich dann eher morgen zwei Folgen hoch. Einfach weil ich gerade so viel Lust habe, Venetica zu spielen. Ja, in der letzten Folge waren wir ja hier in der Mine tätig. Okay, da zum Waldhaus müssen wir nicht. Hier geht's lang. Ja, in der letzten Folge waren wir in der Mine tätig und haben uns um ein paar Wühler, einen Maulwurf-Schwein-Dingsbums-Art. Irgend so ein Gemisch aus Maulwurf, Schwein und Ratte oder so. Und ja, haben uns um die gekümmert, haben die ausgelöscht, haben die Mine von ihnen gesäubert und haben auch unseren, besser gesagt, einen Mondstein gefunden, um unsere Mondklinge reparieren zu lassen. Und da würde ich auch sagen, gehen wir sofort zum lieben Matteo, dass er uns mal unsere Mondklinge hier repariert. Wir hatten noch einen Stufenaufstieg, oder? Genau. Da müssen wir die Punkte auch noch vergeben. Das würde ich sagen, machen wir auch gleich wieder. Wie kann ich dir helfen? Aber erstmal Mondstein geben. Ich habe den Mondstein. Kannst du jetzt die Klinge reparieren? Kann das wirklich wahr sein? Kannst du sie jetzt reparieren? Die Mondklinge reparieren? Bin ich Waffenschmied oder Hufeisenverbieger? Natürlich kann ich das Ding reparieren. Warte hier. Klunk, klunk. Und wie die Funken spritzen hier. Und wie die Schatten flackern. Und da oben ist ein Skelett. Aha. Und er arbeitete bis in die Nacht hinein. Und bis zum nächsten Morgen. So ist es also geschehen. Eine Waffe aus alten Legenden ist zu neuem Leben erweckt worden. Dies ist das letzte Mal, dass ich es wage, sie in den Händen zu halten. Hier, nimm sie. Möge sie dir mehr Segen als Schrecken bringen. Was soll ich jetzt tun? Die Mondklinge habe ich jetzt, aber was soll ich damit anfangen? Ich bin sicher, dass du mit diesem Ding die Dämonen besiegen könntest, von denen alle reden. Du weißt schon, die Biester, die den Bergpass nach Venedig besetzt halten. Du könntest ihnen mit dieser Waffe zu Leibe rücken. Furchtlos genug dafür scheinst du ja zu sein. Und vielleicht ist das Glück ja ein weiteres Mal auf deiner Seite. Folge einfach den Wegweisern und du wirst den Pass finden. Das sind ja gute Nachrichten. Wir warten auf dich am Höhleneingang des Passes, der nach Venedig führt. Also bis dann. Und bringe auf jeden Fall diese großartige Waffe mit. Verkauf sie nicht noch unterwegs. Sie ist nicht du, Nestor. Du besitzt nun die Mondklinge. Sie kann untote Kreaturen besiegen und Schattenenergie sammeln, welches dir ermöglicht, von den Toten zurückzukehren. Aha. Das machen wir also mit dieser Schattenenergie. Ja, ich habe mal gerade das Fenster geschlossen, denn hier im Hintergrund wird auch kräftig gehämmert, aber ich glaube eher mit der Axt als mit dem Schmiedehammer. Und das ist doch in der Aufnahme eher störend. Na gut, was ich gar nicht gefragt habe in der letzten Folge, und ich weiß ja auch gar nicht, ob ihr darauf schon irgendeinen Kommentar verfasst oder so, weil es im Moment noch hochgeladen wird, die letzte Folge, während ich das hier aufnehme, aber soll ich weiter die Stimme verstellen, wenn ich in der Schattenwelt bin, etwa so? Weil das finde ich eigentlich ganz witzig, aber ich würde natürlich auch gerne wissen, was ihr davon denkt. Ob ich das weitermachen soll oder ob ich das lassen soll. Aber ich dachte, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, schreibt mir einfach mal einen Kommentar hin, was ihr so darüber denkt. Okay. Wir machen weiter mit... Hallo. Verkaufen. Ich möchte handeln. Wir wollen doch ein paar Sachen loswerden. Ja, natürlich verkaufen wir die Mondklinge nicht. Aber wir verkaufen die imperialen Münzen, das Kupfererz,
Trockenobst behalten wir. Wühlerfell verkaufen wir auch. Oh Mann, haben wir wieder viel Kohle. Eine Laterne verkaufen wir noch. Ach komm, warum nicht? Kaufen wir noch einen Tran dazu. Und ansonsten 10 Brote, 2 Räucherschinken. Ansonsten sind wir doch ganz gut dabei. Ein Juwel verkaufen wir auch noch. Ja, ich würde sagen, das sieht doch schon mal geldmäßig gar nicht so schlecht aus. Dann gehen wir jetzt zum, wie heißt der, Fletcher, Buncher. Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Bleicher? Auf jeden Fall zu unserem Fähigkeitentrainer, der uns da hoffentlich ein paar mehr Tricks beibringen kann. Ah, Scott. Ja. Bring mir. Ja. Das ist nicht viel. Bla bla bla. Macht des Schwertes. Eine weitere Stufe. Und mehr können wir bei dem gar nicht lernen. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall voll aufgelevelt. Okay, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, was wir noch lernen können. Oh, ein schöner Schlussstreich in den Magen. Na gut, wir können doch bestimmt irgendwie die Mondklinge anlegen, zusätzlich, oder? Oder müssen wir die auswählen? Okay, die müssen wir auswählen. Dann lege ich die mal auf die 9 und das hier auf die 8. Und da schaue ich auch nochmal, was ich da noch dazu tun kann. Die Fähigkeit kommt mal auf die 2. Dann, was haben wir denn hier noch? Schattenenergie, bla bla. Hier noch ein bisschen Leben da. Wundsalbe würde ich gerne behalten. Bringt Gesundheit 30, das ist natürlich wunderbar. Aber den Rest kleistern wir jetzt einfach mal hierzu. Genau, die Reiseberichte habe ich ja ganz vergessen. Viele hilfreiche Informationen über Venedig. Dies ist eine Sammlung von Tagebüchern, die Nesto und Don mir gegeben haben. Ich habe sie in einem kleinen Kästchen mit einem Bild vorne drauf bekommen. Und darin war auch eine Silberscheibe. Also lesen können wir die anscheinend nicht. Der letzte Wille. Das Testament, das im Waldhaus zu finden war. Das haben wir auch schon gehört. Gelesen. Nützliche Informationen, welche Sachen man essen kann und wovon man sich fernhalten sollte. Leckere Pilze finden sich in den Wäldern und verbessern die Gesundheit. Giftige Pilze sind trotzdem von Wert, wenn man nicht den Wert des Lebens schätzt, sondern die Kraft des Todes. Und Lehrer, Bleicher, genau, Bleicher heißt er. Bleicher kann mir im Dorf Kampffertigkeiten beibringen. Er bietet auch Training an. Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr. Der hat wohl ausgedient als Lehrer. Und ich würde sagen, wir haben endlich hier unser Heimatdorf komplett abgeschlossen. Oder nicht? Ich glaube schon. Würde ich sagen, legen wir uns nochmal in das Bett, ruhen uns ein letztes Mal vor unserer Reise aus. Und ja, dann werden wir uns, denke ich mal, auf den Weg machen, nach Venedig zu reisen. Und wir werden uns um die dunklen Kreaturen kümmern, die Dämonen, die den Weg blockieren. Was ich mich ja auch noch gefragt habe gerade, ob man da oben hinkommt. Vielleicht da vorne links irgendwie lang gehen? Nee, oder? Nee, weil da oben war ja auch noch ein Skelett oder und hier sieht man ein Häuschen, aber ich glaube, da können wir nicht hin. Komme ich hier dann irgendwie raus? Oh, doch, da können wir lang. Das ist ja super. Aufgegebener Eingang. Ah, das ist der andere Eingang in die Mine. Oh, da hätten wir auch hier rausgehen können, dann wären wir ja direkt im Dorf gewesen. Kupfermine betreten, tatsächlich.
Gut, haben wir noch ein bisschen Kupfererz erhalten. Hier ist noch mehr. Und wer hier wohl gestorben ist? Gut, dann gehen wir noch mal ein letztes Mal noch mal ganz kurz zur Händlerin, verkaufen das Kupfererz und machen uns dann endlich mal auf den Weg. Ich will mich ja auch nicht ewig davor drücken. Hallo. Hallo. Ich möchte Hallo. Bitteschön. Und tschüss. Vielleicht auf Nimmerwiedersehen. Tschüss, Matteo. Tschüss, ihr alle. Tschüss, ihr Dorftrottel. Ihr Leibwächter des Dorfes hier. Die ihr noch nicht mal ein paar Assassinen ausschalten könnt, die einfach so ein bisschen rumlaufen. Na gut, da wir wahrscheinlich in nächster Zeit die Mundklinge brauchen, rüste ich die mal aus. Ach, schau an. Die ersten drei scheinen sich danach zu richten, was wir für Fähigkeiten in 1, 2, 3 gelegt haben. Das heißt, ich muss das jetzt auch nochmal neu legen. Ich denke, den Pfad des Rahmen brauche ich nicht unbedingt, wenn ich die Mondklinge anhab. Ach, wer weiß. Machen wir mal. Die Lampe kommt auf die 3. Der Rest dürfte so passen. Okay, ja, wir haben ja auch für unser Schwert weitere Schlagkombinationen erlernt und nicht für die Mondklinge. Ich bin gespannt, ob wir da noch... Da ist ja jemand. Ja, da bin ich. Wir können noch nicht mal unseren letzten Schlag ausführen, dann sind sie schon tot. Aber ich bin gespannt, ob wir noch einen Lehrer für unsere Mondklinge finden. Also ich vermute es mal, aber man weiß ja nie. Bleib nur stehen. Ich frage mich auch, wie unsere zwei Freunde, Nesto und der Don, hier lang gekommen sind. Vielleicht wurden sie auch einfach nicht von den Assassinen angegriffen. Naja. Aber da unten warten sie ja. Pass nach Venedig. Ja, links oder rechts? Wahrscheinlich eher links. Venedig. Aber was ist hier? Ein paar Vasen? Und das bedeutet Geld. Und Geld ist gut. Auch wenn wir, muss ich sagen, gar nicht so wenig in unserer Tasche haben. Gut, Don oder Nesto. Hey, da bist du ja. Ist wahrscheinlich wir kommen egal. Nicht weiter. Es ist unmöglich. Mit unseren Waffen können wir die Kreaturen in der Höhle nicht verletzen. Wenn du keine Asse mehr im Ärmel hast, werden wir Venedig niemals erreichen. Tja, ich habe zwar keinen Ass im Ärmel, aber eine Mondklinge in meiner rechten Hand. Und damit stelle ich mich doch jetzt mal denen entgegen. Und das ist doch unser alter Freund aus der Mine, oder? Nein, geh da bloß nicht rein. Sie haben Rupert, den Torwächter, getötet. Er war mein Vetter. Da drin sind grauenhafte Kreaturen. Dämonen. Niemand kann ihnen etwas zuleide tun. Nur eine Klinge aus den alten Mythen könnte ihnen Schaden zufügen. Das Tor zur Küste war abgeschlossen, als er starb. Wer auch immer nach Venedig reisen will, muss erst an diesen Biestern vorbei. Aber ohne den Schlüssel zum Tor... Oh, der arme Rupert. Er trug eine Halskette, ein sehr altes Familienerbstück. Oh, meine Trauer wäre leichter zu ertragen, wenn ich die Kette in den Händen hielte. Was? Doch niemals werde ich mich dort hineinwagen. Cousin Rupert. Hinweise zum Auftrag erhalten. Na ja, gut. Dann ist... Das ist Kasimir. Oh, meine Trauer wäre... Ja, ja, du willst die Halskette. Ich bring dir die, ja. Tja, komisch. Komischer Typ. Der sollte was gegen seine Stimme hier sein. Der hat wohl irgendwas an seinen Stimmbändern, dadurch, dass er immer dauerhaft im Hall spielt. Spielt. Was würde ich denn spielen? Dass er im Hall spricht. Ich denke, ihr habt das auch gehört. Sehr interessant. Soll wohl eigentlich dafür gedacht sein, dass er hier in der Höhle ist. Oh Mann, wie sieht das denn hier aus? Sind das die Kreaturen der Hölle? Was zum Teufel? Ich dachte erst, das wären Goblins, aber das sind ja... Hamsterratten? Ein Lektor? Ist das schon so ein Vieh?
Oh ja, ich glaube es, ich glaube es. Oder? Nee. Also ich kann die auch noch so. Ah, aber ich kann sie nur schlussendlich mit der Mondklinge töten. Ah, das erklärt natürlich einiges. Verstehe, verstehe. Gut, du hast sie erledigt. Ihr seid schon da? Verdammt, solche Kreaturen habe ich noch nie gesehen. Egal, jetzt wo sie weg sind, können wir weitergehen. Aber die Tür da drüben scheint verschlossen zu sein. Vielleicht hat der tote Kerl da hinten den Schlüssel. Wenn nicht, schließen wir sie selbst auf. Ja, ihr seid eine große Hilfe. Oh, was haben wir hier denn für ein edles Schwert? Was wir nicht benutzen können. Schade. Ah ja. So, so. Komische Kreaturen der Hölle, die wir nur mit der Mondklinge absolut töten können. Toter Rupert suchen. Ruperts Kette. Ein altes Familienerbstück. Gut. Ich begebe mich noch einmal zurück und übergebe dem Cousin mal diese Halskette. Vielleicht ist sie ja ein bisschen was wert, aber ich denke, wir geben es dem zurück. 40, da kann man das auch dem Cousin geben. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Erfahrung und Erfahrung ist gut. So. Ich würde sagen, wir steigern einmal unsere Weisheit und ein oder zweimal unsere Stärke und einmal Leben. Ja, machen wir einfach so. Machen wir es so. Mehr Leben ist gut und Stärke können wir im Moment auch noch viel mehr gebrauchen als was anderes. Gut. Na, du alter Mann. Sind die Teufel tot? Schau mal, was ich hab. Ja, und hier ist die Halskette deines Cousins. Oh, danke. Das wird die Trauer seiner Familie erleichtern. Warum? Ich frage mich, warum. Ich meine, so viel Gold wert ist sie auch nicht. Ist denn dann wirklich so stark in der Familie verhangen? Also so Familientradition oder so, Weitergabe an Söhne oder was weiß ich. So stark in der Familiengeschichte verwoben, dass das die Trauer über den Tod von diesem Kerl. Was hat der denn da zwischen seinen Beinen? Ich dachte erst, das wäre ein Schwert oder so. Keine Ahnung. Was zum Teufel? Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Ja, gelb, blau, rot, grün, was? Ja. Toll. Gut. Dann können wir weiterziehen. Ah ja. Hey, da bist du ja. Wir kommen nicht weiter. Es ist unmöglich. Mit unseren Waffen können wir die Kreaturen in der Höhle nicht verletzen. Wenn du keine Asse mehr im Ärmel hast, werden wir wenig... Ja, ja. Lauf nur weiter. Ich hab doch alles unter Kontrolle. Zur Südbucht. Die Südbucht. Tja. Machen wir noch etwas weiter. Ich habe noch etwas Zeit. Windmühle. Genau da wollen wir auch hin. Ein Derwischmeister. Oh. Pam. Haben wir nicht deine Abwehrhaltung gelernt? Oh ja. Großartig. Du hast ihn. Nun macht sich unsere Ausbildung bezahlt. Nicht stehen bleiben. Ja, Geduld. Ich muss erst den Derwischmeister durchsuchen. Lederrüstung haben wir hier wieder. Aber die haben wir ja bereits angelegt. Hier noch ein bisschen ausrauben. Da. Okay. Aber ich dachte, wir hätten eine Abwehrhaltung erlernt. Oder irre ich mich da? Schwertparade. Nimm einen defensiven Stand ein, um Angriffe von Schwertern und Mundklingen abzuwehren. Ja, wie? Habe ich zwar erlernt, aber steht das in den Optionen drin? Einstellungen, Eingabe, Tastenbelegung.
Bitte abrollen. Aktionstaste, Maustaste links. Links, rechts, bla bla. Sondertaste, Maus rechts. Oder muss ich das in meine Leiste ziehen oder wie? Ja, das ist ja passiv. Ach so, das ist also aktiv. Ach so. Was für eine Waffe habe ich? Die. Das ist eine aktive Fertigkeit. Dann tun wir das mal auf die 2. Und das Rabending hier kommt mal zu dem, statt dem Essen hier. Das kann ich ja mal zwischendurch machen. Zwischendurch mal das essen. Das sieht nach einem Fall für dich aus, lieber Cousin. Für mich? Komm schon. Jeder weiß, dass du damals Hofarbeit angenommen und dir die Hände schmutzig gemacht hast. Sogar Tante Amalia. Ein offenes Geheimnis in der Familie. Also kannst du sicher mit deinen Freunden hier reden und uns den Weg freimachen. Schon gut, schon gut. Zumindest haben die Viecher mehr in der Birne als du. Wir haben also Hoffnung, dass sie Spuren werden. Und jetzt los, es wimmelt hier nur so von Assassinen. Ja, genau. Mu. Okay, ich geh vom Bann. Was, du kannst reden? Brav. Brav. Ist nur weiter. Da sind wir anscheinend an der Windmühle angekommen. Oh. Wow. Das sieht ja echt geil aus. Und die Treppe vor allen Dingen. Ein schöner Strand. Und das scheint die Brücke nach Venedig zu sein. Tja. Schauen wir uns doch nochmal an. Wunderschön, oder? Und es wird langsam Abend. Haben wir so lange gebraucht, um hierher zu kommen? Oder wurde das extra vom Spiel so gemacht? Man weiß es nicht. Naja gut. Ich mache auf jeden Fall hier mit dieser Folge Schluss. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, die dann wahrscheinlich auch noch morgen, also heute oder gestern. Nee, warte. Also diese Folge kommt ja wahrscheinlich nicht heute am Tag der Aufnahme, sondern morgen, also vielleicht auch heute. Ja, also jetzt habe ich euch genug verwirrt. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, bis dahin, alles Gute, bis dann, ciao.